Der bevorstehende Angriff. Ja. Okay, es geht los. Da kommt ja der Angriff halt. So, die ganze, die Ludacris-Geschwindigkeit machen wir es mal raus. Ja, sie kommen von allen Seiten. Wir warten einfach ab. Ne, wir warten einfach ab. Wir machen hier gar nichts. Oh, okay, das ist allerdings schon beachtlich. Okay. Der macht ja zum Glück seinen Job. Das gefällt mir. So, und dann mit N Stellung behaupten. Genau, dann machen wir gleich den Ausfall. Oh, oben ist schlecht. Wir müssen eine Seite mal durchstoßen. Oh, Feind ist schon da. Soviel zum Thema. So, schön durchboxen. Ach du Scheiße. Was ist denn das für ein Trupp? So, alle mal kaputt schlagen. Und hier die... Ja, ich reite mir oben die Türme kaputt. Die Katapulte. Ist das Katapulte? Jawohl. Die Türme müssen... Die sind wichtig. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ich glaube, ich mache mal noch ein paar Ritterchen, ne? Oder wie? Okay, sie haben nicht gelogen. Das ist echt ein bisschen übertrieben, oder? Ja. Okay, die haben noch mehr. Was sie produzieren, weiß ich nicht. Ja, zum Glück hier unser Zaubermann, der geht richtig ab. So, jetzt kommen sie von oben. Wir halten hier oben die Stellung. So, Reiterei ist hier. Das ist nicht gut. Andererseits können wir hier mitspielen. Und die sind ein bisschen überfordert, habe ich so das Gefühl. Was ist das hier? Ein krasses Katapult. Schweres Katapult. Ich reite mal zum schweren Katapult. Und so. So, Ballisten entfernen. So, wo ist der Giro? Ei, Fanta Giro. Prinzessin war das, ne? Prinzessin Fanta Giro. Ja, schnell mal Retour. Wegballern. Zack. Ja, der kann jetzt nicht pausieren. Das geht jetzt nicht. Das geht jetzt nicht. Stimmt, Prinzessin Fanta Giro. So ein komischer TV-Film war das, ne? Komme ich jetzt auf so einen Schwachsinn? Na gut, des Namens wegen, logisch. Okay, oben stehen sie schon in der Hütte. Das ist schlecht. Oh je. Okay. Schnell Heilung. So, die sind gerade mit... Jetzt helfen hier die Türme mit. Das ist auch gut. Tada. So, mitspielen. Hahaha, sind gar nicht tot. Haben wir so getan, ihr Trottel. So, schnell wieder heilen. Ach, herrje. Ja. Ich glaube, die Ritter sind immer noch das Beste, was wir machen können, oder? Vielleicht sollte... Oh je. Vielleicht sollte unsere Hütte aber überleben oder stehen bleiben. Oh, verdammt. Jetzt steht sie ja mitten, mitten im Feindfeuer. Die Geschichte. Schlecht. Okay, wir müssen... Müssen sie jetzt rauskämpfen. Ich meine, der Feind ist schon da. Das ist eigentlich ganz nett. So, schön alles kaputt schießen und danach direkt wieder in die Hütte. Was für ein Quatsch. Aber hey, es funktioniert. So, schnell weg. Naja, so richtig funktioniert das auch nicht. Was ist das denn? Ach ja, wir machen den Blitz. Das ist ein Kettenblitz. Mit L, glaube ich, war das. Hoi! Schnell weg. Oh, oh. Ja. Was zur Hölle ist das denn bitte?
Greifen sie mit so einer Riesentruppe an, ich habe keine Chance mehr. Ach du Scheiße. Das werden... Werden das immer mehr oder kommt es mir so, nur so vor? Okay, ich muss... Ja, ich sehe schon. Oh Mann, ich brauche eine Werkstatt hier drin. Was braucht denn das Ding? Nur Holz. Wir haben 10.000. Wir können jede Menge von den Dingern hier drin bauen. Okay, machen wir das mal. Denn das hilft nichts. Wenn man es wenigstens... Wenn man eine Seite irgendwie... Könnte man sie vielleicht von der anderen Seite einkesseln oder so. Gut, ich baue mal, was sind das hier? Diese Gebäude, Werkstatt, genau. Oder doch weitere Türme? Verdammt. Also Futter ist gerade ein Problem, der Rest eher nicht so. Gold, ja, Gold haben wir reichlich, das ist nicht das Problem. Ich muss tatsächlich jetzt mal entweder Holz oder Futter her. Holz vielleicht? Nee, Futter ist wichtig, ich sehe es gerade. Okay. Oh oh. Ja, das hoffe ich auch. So, der ist zwar geheilt. Hier oben stand der eigentlich ganz gut, so. Oh Mann. Gut, dann helfen wir hier oben einfach aus. Mit Katapulten. Oh, gleich nochmal so eine Werkstatt. Zack. Oh. Nicht ganz so übertrieben, bitte. So, alle um ihn rum. Gut. Was können wir jetzt noch machen? Beten. Stimmt. Felder. Gut, dann gehst du Holz fällen. Oh je. Oh je, oh je, oh je. So, zweite. Ach, verdammt, die sind schon durch. Wie wäre es mit Rückzug erstmal hier oben helfen, aushelfen? Ja, die fallen wahrscheinlich. Ja, hier oben fallen sie ein. Abwehrtürmchen. Wir helfen mal hier mit. Und er hält wahrscheinlich drüben die Stellung. Das darf bloß nicht krepieren, das wäre schlecht. Wir haben jetzt jede Menge Katapulte. Naja, jede Menge, zwei ganze. Ja, besser als nichts, oder? So, hier aufhalten am Eingang. Ach, hey. Müssen wir uns raus durchboxen vielleicht? Na gut, die machen erstmal die Katapulte. Er ist auf der rechten Seite krepiert, der dämliche Idiot. Och, nicht doch. Ach, wo ist er denn hier? Aber die Idee gar nicht mal schlecht. Die Idee ist nicht schlecht. Okay, wir ziehen uns mal nach Westen zurück. Wo ist er denn? Er ist hier, gut. Wir müssen schnell die Werkhallen hier aufbauen. Haben wir natürlich in zweiter Reihe, sonst bringt das alles nicht so viel. Ja, irgendwas muss man jetzt mal machen hier. Zack, zack, zack. Platz zum Beispiel. Können ja mal... Genau, die können wir hier hinstellen. So. Ne, lieber an die Seite. Eins hier oben, zwei da drüben hin. Und einmal um einen Scharen. So, um ihn hier zum Beispiel. Gut. Bauen, Werkhalle. Können wir vielleicht zwei nebeneinander machen. Ja, Abwehrtürme wären auch ganz nett gewesen. Hätte ich doch ein paar mehr bauen sollen. Ja, hätte ich denn geahnt? Hätte ich geahnt, dass sie so krass angreifen, hätte ich das natürlich ganz anders gemacht. Natürlich. Andererseits...
Ich kann ja doch mal dem Feind entgegenrücken, oder? So gesehen. Das war ja mal der Plan gewesen, wo ich meinte, man könnte ja schon sich schon mal ausbreiten hier. Weil sie wahrscheinlich jetzt hier spawnen werden. Genau, da greifen wir sozusagen von links an. Linke, äußerst linke Flanke. Okay, jetzt da geht's los. Okay, sie sind... Wie tauchen sie auf? Ah, sind einfach da, alles klar. Nee, nee. Schon vernünftig angreifen, wenn es recht ist. So, alles nach da oben laufen. So, die halten Stand. So ein bisschen. Oder wie ist das? So, haben wir noch ein paar? Ach, herrje. Nee, irgendwie nicht. Aber zumindest mal die Katapulte vielleicht da oben platt machen. So, das Primärziel, dass die nicht mehr nerven. Dann ist der Norden vielleicht mal gesichert. So, Katapulte. Die Birscha-Katapulte. Ich hoffe mal, der kommt nicht noch mehr. So, unsere Helden. Und zumindest das hier mal Platz gemacht. Okay. Oh, hätte ich die mal gebaut. Ob das was wird? Na, ich weiß ja nicht. So, jetzt mal gucken. Zauber ihn mal weg. Das selten geht das auch. Nicht umzingeln, nein, nein. Lass dir bitte mal in Frieden, den alten Mann. Aber das ist ganz gut. Das heißt, er ist unser... Genau, er ist unser Katapultknacker. Und weg damit. Und das Ding muss auch weg. Ja, dann normal angreifen. Ist mir wurscht. So, schnell heilen. Schnell heilen gehen. Ja, das war vielleicht nicht so die allerintelligenteste Idee. Das bringt nämlich nichts. Sie kommen in Wellen. Ja, die kommen tatsächlich immer nur in Wellen an. Das ist nicht gut. Jetzt haben wir hier gar keine einzige Abwehreinheit mehr. Abwehreinheit. Nun, gut. Haut ihr einfach nach oben, ihr nach da drüben. Dann wollen wir von links mal das Ganze angehen. Oh. Greifen Sie jetzt meine Einheiten zuerst an? Ja, natürlich. Natürlich tun Sie das. Oh, sehr gut. Helfen wir mit, aber irgendwie nicht so richtig gut. Tja, das wäre auch passé. Ja, komm, das wird nix. Zurück. Oder man wartet wirklich ab, bis die nur noch hier unten sind, aber das ist wahrscheinlich auch... Das ist doch nicht machbar. Soll ich jetzt hier gegen reparieren oder was genau wird von mir verlangt? Ich kann höchstens versuchen, die einfach nur alles mal weiter zu produzieren. Ach, halt mal. Oh ne, ich habe den Idioten vergessen. Ja. Okay. Halt, in die Heilung. Geh doch in die Heilung. Verdammt, ich hab's nicht gespeichert. Das ist aber machbar, oder? Oben sind nicht mehr so arg viele gewesen gerade, oder? Ja, nur noch die ganzen verdammten... Das ist machbar, nur wie? Also, als allererstes jetzt mal... Können wir nicht hier... Genau, ich baue jetzt hier einfach mal mittig die Katapulte rein, oder? Könnte ich machen, ja. Ich mag das hier eigentlich, wenn ich da drüben... So, jetzt habe ich dann hoffentlich ein bisschen mehr Platz. Wir kümmern uns mal trotzdem um die linke Seite. Diesmal aber machen wir es richtig. Noch richtiger sozusagen. So, und hier werden gleich mal die Katapulte oder die Ballisten produziert. Ich muss mich jetzt hier leider eingraben.
mit möglichst viel von diesem Fernkampf arbeiten, mit diesem Fernkampf. Mit dem sogenannten, von dem wir alle reden. So, das ist der erste Punkt. Der zweite ist, ihn hier ausschicken, um die... Den nehmen wir nach oben, logisch. So, geht schon los. So. Und die Eins... Nee, halt wieder zurück. Wir dürfen hier nicht rein. So, jetzt. Eins, zwei. Wieder auf normale Geschwindigkeit. Genau, da oben brauchen wir ihn nämlich. Wo ist er? Wo ist er denn, der Depp? Weiß man nicht, ne? Weiß man einfach nicht. Ich sollte schon mithelfen. Fahren wir sie doch nach oben. Hier rauskommen tue ich. Das ist sehr gut. Hey, okay, wenn wir nur geschlachtet. Zurück. Wo ist denn der Supermann? Hier ist er. So, knall das mal ab. Ich muss wahrscheinlich ein, zwei Felder noch hoch und dann wird der Blitz einschlagen. Wieso kann er das nicht machen? Weil wir eine Sichtweite brauchen, eine Sichtlinie brauchen. So. Nicht so. Anders so. Ja, der krasse Zauberer läuft vor und macht die Katapulte weg. Clever. Okay. Wird auch nicht. Ziehen wir uns mal ein bisschen zurück. Besser, wenn die hier... Ja, ich habe mich schon wieder viel zu weit vorgewagt. So, Stellung halten. Dürfen jetzt eigentlich nicht großartig weiter latschen. So, was ist der Typ? Ja, viel zu viel Schaden hat er schon genommen. Ja, die machen jetzt so und so alles, so oder so alles kaputt. Schaden ist zwar super, aber... Ach, hey. Verdammt! So, schön Kontra geben. Und wir warten wirklich ab, bis sie sich hier irgendwie in der Mitte, bis sie sich hier rein zecken und dann kommen wir. Ach, weg das Ding. Toll. Schön produzieren. Nicht müde werden. So, jetzt müssen wir hier mithelfen. Viel haben wir nicht mehr. Zwar noch jede Menge Material, aber ob das lohnt, na, ich weiß ja nicht. Nicht genug Holz. So, 2 und 2 ist besser aus. Wenn wir das nur vernünftig angehen würden, wäre das gar nicht unmöglich. Oh. Boah, das macht echt keinen Spaß mehr. Ich will nicht mehr. Okay. Wie machen wir das richtig? Alle Truppen hier drüben hinbeamen. Weitere Abwehrtürme kann ich auf jeden Fall vergessen. Hier links haben wir, glaube ich, unsere Ruhe. Ne? Da drüben passiert so ziemlich überhaupt gar nichts. Oder erstmal abwarten. Ein bisschen Tee trinken hier im Zentrum. So, wo ist unser... Unser Zauberer ist hier, ja. Wenn so ein Turm fällt, dann vielleicht von der Seite rein. Vielleicht auch nicht. Wir wissen ja, dass die schon ganz gut reinhauen, so. So, los geht's. Und doch mal äußerst links schon mal hinstellen. Eins marschiert hier mal runter. Die brauchen wir erstmal noch nicht.
Ach, Schiffe. Ach, sieh mal an. Schiffe, habe ich gar nicht gesehen. Machen wir die Schiffe erstmal platt. So. Okay. Lass es doch mit dem Turbo durchlaufen. So, das Schiff wäre auch weg. Fehlt noch ein bisschen was. Verdammte Reichweite. Kriegen wir gleich hin mit dem anderen. Mit dem hier. Ich stecke mich allen Ernstes hier fest, oder? Doch, tue ich. Richtig gut. Okay. Dann alles weiter produzieren, irgendwann sind wir frei. Wieso genau habe ich den Turbo drin? Und wir sind tot. Nein, 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 nein! Lauf! Giron! Giron ist tot. Tja. Tja, ja, ich wüsste nicht wirklich wie. Wie sollen wir das sinnig verarbeiten hier? Werkstatt, ja, ich meine, die hauen halt schon richtig gut rein. Und weil die sich meistens eher alle irgendwie so ein bisschen aufgeklumpt haben. Was, wenn wir hier mittig bleiben? Ist das eine Idee? Ja gut, links werden sie durchmarschieren. Also ganz links, da halten wir uns auch davon halten wir uns auch ein bisschen fern. Oder noch zusätzlich überall Abwehrtürme, weil sie ja sowieso reinrennen werden. So, hier werden wir geheilt. Vielleicht, von der Seite vielleicht uns irgendwie die Verteidigung anschließen. Die Kollegen gehen da rüber. Ja, du sollst eigentlich was bauen, ne? War so eigentlich schon geplant. Hallo? Wieso geht das nicht? Aber ich selber draufstehe. Ja, komm. Jetzt sei mal nicht kleinlich. Gut, das kommt alles viel zu spät. Ich muss mal ein paar Häuserchen bauen. Das ist schon wieder Not am Mann. Und wir brauchen mehr Holz. Das haben wir gelernt. Bau einfach mal ein Haus. Wurscht. Ja, Und du baust eine Holzhackerei. Alle mal hier mithelfen. Ja, jetzt geht's los. So, alle in zweiter Reihe. Genau, hier machen wir wieder zu. Ja, ich wünschte, er könnte irgendwie über die Mauer drüber schießen hier mit seinem ganzen Quatsch. Ja, im weiteren... Komm, auf der Außenseite. So, hier unten hin und dann auf N für nicht angreif, bitte. Nicht angriffspakt. Wo ist der? Hier. So, die schießen jetzt alles mit. Ist natürlich nicht so clever, aber die sollten das Tor nicht durchbrechen. Das wäre wirklich toll. Und wenn sie es tun, haben wir hier unseren Trupp. Da macht er erstmal nichts. Nicht bewegen. So, Zaubermann macht auch mit. So, hier haben sie die Rückendeckung. Hier sind sie schon mehr als nur ein bisschen in der Basis. Was machen wir da? Nach oben fahren, nach Norden. Fahren wir nach Norden, okay. Hier werden 2 produziert, hier werden 3 produziert. Hier 4, 5, 5. So. Mit dem Holzfällen funktioniert's? Ich hoff's. So,
So, die helfen dir unten auch besser. Der dumme Schwachkopf ist krepiert. Oh, es ist nicht zum Aushalten. So, jetzt nochmal. Also. Das hier kriegen wir hin, oder? Baue bitte jetzt die Ballista auf. Und ihr macht Holzfäller. Ihr werdet zu Holzfällen, was auch immer. Hängt. Nicht abschmieren, nicht abschmieren, bitte. Nicht genug Nahrung. Wie Nahrung? Was ist denn Nahrung? Ist ja doof. So. Hier oben. Er produziert. Das ist ein Armleuchter. Bau doch das, was ich dir befehle. Ist das echt. Willst du dich wirklich meinen Befehlen widersetzen? Ja, ist es das? Ist es das, was du willst? Komm, wir stellen uns hier mittig einfach hin. Alle um ihn rum versammeln, wenn es recht ist. Und den Zauberer, dann stellen wir jetzt auch hier in die Ecke. Kann er hier sich nur fast wieder heilen? Und ihr habt gar keinen Bock heute, oder? Was ist eure Ausrede? Gut. Das muss doch zu packen sein. Ja, ich hoffe es. Gut, sie stehen auf jeden Fall schon mal günstig. Er steht ganz vorne, ist eher ungünstig, aber macht nichts. Er greift auch nicht sonst wie in den Kampf ein. Gut. Hier nach oben links. Hier macht mal ein bisschen Platz. Um ihn herum Aufstellung nehmen. So, nächster. Nächste Amtshandlung ist... Hoffen wir, dass das überhaupt funktioniert. Komm, wir stellen sie mal mittig hin, irgendwie hier noch. So, schön. So können sie wenigstens funktionieren. Also auf ihn immer ein bisschen aufpassen. Die müssten jetzt eigentlich richtig gut Probleme kriegen. Machen wir jetzt mal auf 6. 6 mal 2. Speichern. Haben wir jetzt 2 Speicherstände? Ich hoffe, weil... Ja, sehr gut. Wüsste nicht, Also der Punkt wird immer von allen Seiten beschossen. Nebenher schieße ich mit denen noch zusätzlich oben rein. Werden wir beschossen? Nee. Jetzt will ich mal sehen. Kann ich dann irgendwie... Ah, okay. So, direkt mal davor und ein Wegbrutzeln. Das war wichtig. Haben wir schon ein bisschen Schaden genommen, aber ist okay. So, die kommen uns noch nicht entgegen. So, 34. Okay, 2 Punkte pro Sekunde generierte. Also alle 25 Sekunden können wir einen... 46. Geh ich mal vor. Das reicht nicht. Doch. Ja, okay, dass er hier mitspielt, das ist wichtig. So. Hier haben wir die 2-3. Wo ist er? Da ist er. Jetzt kann ich ihn wieder nicht richtig benutzen. Also, So. Nicht bewegen. Hier auf das hier aufpassen. So. Ihm geht's gut, ja? Wieso habe ich ihn denn mit Gebäuden zusätzlich? Was soll der Quatsch? So. Die schweren Katapulte müssen weg. 86 hat er. Ach, guck mal, das Scheißding braucht noch einen. Jetzt direkt noch einen hinterher. Und noch eins. Und noch eins. Okay. Diese Mistkatapulte, die müssen weg. Komme, was wolle. Nein, ich sehe es gerade. Nein, er stirbt. Dummkopf. Ja, ich habe zu viel gewollt. Okay. Ja, gut. Aber wir haben es ja zum Glück gerade nochmal spaßhalber, ne? So. So, hier mal ein bisschen zurückziehen. Feind von links. Ah, ich hatte eh vergessen, hier neue zu produzieren. Gut, dass er gestorben ist. Gut, wenn die jetzt nerven, dann nerve ich die mal.
Nehme ich zwar wieder massiv Schaden, aber vielleicht kriegen wir das hin. So, das hier weg. Ich habe gerade auf eine Einheit geschossen, oder? Nicht auf das Katapult. Ich glaube ja. Ja. Ziemlich sicher sogar. So, stopp. Ja, jetzt bin ich wieder gestorben. Ey, das ist ja eine Scheiße vor dem Herrn. Würde nicht weiter wegen. Hier hoch, bitte. Oh, hier müssen wir links aushelfen. Beziehungsweise wir dürfen. So, ihm geht's gut. Nicht so wirklich. Reicht's schon? So, das wäre weg. Und ist geplatzt. Sehr gut. Ich muss hier trotzdem mitmischen. Haben wir so ein bisschen Schaden genommen, ja. Das, ne, wir müssen die näher rankommen lassen. So, nicht bewegen. Noch läuft das. Ich habe hier neue gebaut, ne, habe ich nicht. Hervorragend. Hier auch nicht, auch sehr gut. So, das ist zumindest mal... Stopp. Nicht bewegen. So, Katapulte. Beziehungsweise Ballisten helfen hier mit. Die müsste ich jetzt eigentlich mal wieder vorschicken zum irgendwas kaputt schießen, aber nee, schlechte Idee. So, jetzt stehen sie hier in der Hütte. Das ist schlecht. Ah, sehr gut. Unser Held. Muss ich wirklich nur darauf achten. Ich müsste eigentlich raus, aber... Lass die lieber rankommen. Hier werden wir Stück für Stück kaputt geschlagen. Das geht doch bestimmt. Das kann ich kaputt machen, oder? Ja. Punkt genau die einzelnen Einheiten rausnehmen. Ach, das war's schon mit unserer krassen. Okay. Das heißt, jetzt müssen wir eigentlich hochstürmen. So. Und er macht jetzt hier fleißig mit. Können wir die halt mitmachen? Das da oben muss vernichtet werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Nein, kommt nicht ran. Oh, jetzt blockieren sie uns hier. So, macht aber mit. Wir müssen das hier weghaben. Ist ja schon wieder krepiert. Es ist doch zum Kotzen. Ja, Ja. Boah, ist das krass, okay. Also wieder kurz oder lang werden die hier krepieren. Okay. Hab's begriffen. So, einmal um ihn scharen. Ich mach sie gleich mit. Noch sind die Tore sicher, halbwegs sicher. So, wenn sie jetzt hier alles schon dabei sind, jetzt müssen wir mal was Sinnvolles machen. So, die sind weg. Und ich bin auch weg, oder? Jawohl. Scheiße. Muss ich ihn ans Haupttor schicken? Langsam habe ich echt keinen Bock mehr. So, das Gefühl, das ist vielleicht ein bisschen unangenehm. So. So. Schon mal den Eingang frei machen. So, alle um ihn scharen. Er ist ja quasi unser wichtigster Mann. So, wenn jetzt die Leute langsam vorpreschen. Oh, das kann ich jetzt schon machen. Geht das? Ne, das geht nicht. So, das wäre weg. Volle Energie. Leider nicht volles Mana. Jetzt sind sie nach. Haben sie eine Rechtsverlage, die Schweine.
Leider sind es viel zu viele, als dass ich hier mitmachen könnte. So, nicht weiter bewegen. So, hier weiter produzieren. Und hier vielleicht mal weitere Türmchen. Einfach mittig vielleicht aushelfen. Halt, wo ist unser toller Held? Ruhig mal in der zweiten Reihe kann der bleiben. Verweilen. Der macht ja auch massiven Schaden. Weitere Türme. Jetzt könnte man eigentlich mal versuchen vorzupreschen. Willst du nicht krepieren? Ja, der hat schon wieder fetten Schaden genommen. So, ein schweres Katapult wäre schon mal weg. Halbe Energie haben wir noch. So, ihr mithelfen. Ihr mithelfen. Das ist so beschissen. Wieso ist er mit einem Gebäude in der Gruppe? Ich verstehe das einfach nicht. Ich glaube, das habe ich so nicht befohlen, oder? Oh. Unten ist auch durch. So, Feuer frei. Ja, jetzt komme ich nicht mehr zur Heilung da unten, oder? Muss es aber versuchen. Wieder mal nicht mehr. Okay, alle zurückziehen. Wir wurden alle aufgerieben. Ne, wollen sie nicht? Vollgas. Das fällt mir jetzt erst auf. Oh nein. So, das muss hier weg. Ist er schon hier drin? Wo ist unser... Hallo? Oh Mann, wow, das, was ich befehle. Wo ist denn der Girion? Hier. Ja, sauber. Die Seite haben wir. Okay, eine Seite ist durch. Ich werde nicht wie ein Feigling hier auf den Tod warten. Vorwärts, Ritter. Ach so, das letzte Aufgebot kommt jetzt. Sehr gut. Sator wurde gefangen genommen. Wir müssen ihm helfen. Wie gefangen genommen? Was? Wie gefangen genommen? Ich habe mal 6.3. Keine Ahnung. Oh je, hier wurde gefangen genommen. Oh je. Zu Hilf. Wir müssen mal kurz ein bisschen weg. Ja, so ein Kettenblitz wäre jetzt, glaube ich, ganz gut. Aber wir haben nur die normalen. Was soll das? Fangen zu bauen, du dummes Stück. Wie, darf ich nichts mehr bauen? Oder wie? Dann halt nicht. Nee, ich kann die Einheit nicht mehr konzentrieren. Sie wurden besiegt. Oh. Ja, ja. Okay, das sehe ich ein. Das ist jetzt nicht so gut. Sie wurden besiegt. Ja, ich habe keine Ahnung. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu heftig hier gerade. Kann schon wieder nichts machen. Ja, jetzt sehr krepiert. Sie wurden besiegt. Tja, ich sag mal so, ich habe keinen Bock mehr. Entweder mache ich das nochmal oder das war's. Also entweder schaffe ich das nochmal für mich und habe es dann geschafft oder so und dann machen wir die nächste Mission oder das war's Ende. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Ich komme hier mit nicht klar. Eine riesen Scheißarmee. Ich hätte sie also viel früher schon viel... Ja, oder hätte ich das einfach unbedingt sein lassen sollen? Ich meine, das ist ja asozial, was da an Truppen kommt. Und ob man sie... Ja, irgendwie am Eingang festhält, das bringt ja auch nichts, weil dann prallen zwei quasi aufeinander.
Und von hinten kommen die ganzen Katapulte, Ballisten und sowas. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe ja echt keinen Bock mehr drauf. Eventuell geht es hier weiter. Eventuell geht es hier nicht weiter. Dann brechen wir das Ganze ab, weil das ist mir echt zu heftig. Ich werde es wahrscheinlich so nochmal versuchen. Ansonsten, tja, war es das. Ich weiß nicht, was ich noch großartig machen soll. Einfach nur weitere Einheiten pumpen am laufenden Band. Ja, geht auch nicht. Wir haben das Material nicht. Vor allem die Nahrung ist so ein bisschen, ne? Und mit den Ballisten, die ich da dachte, das sei vielleicht das Rätsels Lösung. Ne, bei der Horde, die da anrückt, ist das, glaube ich, auch nicht das Wahre. Ich hätte wahrscheinlich alles mit irgendwelchen Abwehrtürmen zugleistern sollen, dass die wenigstens ordentlich Einheiten rausnehmen und dass man sich dann um die Ballisten kümmert oder so, weil die Abwehr, die steht ja auch nicht so wirklich. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee, oder sollen wir das mal versuchen? Bevor es hier losgeht, nochmal mit alles zugleistern mit Abwehrtürmen oder so. Und nochmal Arbeiter hier rüberholen. Wir haben jede Menge. Also solche Türme bringen auf jeden Fall wesentlich. Komm, versuchen wir das nochmal. Das hier ist vor dem Angriff, ne? Vor dem eigentlichen. Ja. Gut, dann versuchen wir das. Letzter Versuch sozusagen. So, ihr haltet die Stellung und er. Tja. Er geht mal nach vorne. Hier kann er jede Menge Heilung wieder erfahren. So, reicht. Eins fangen wir noch hier hin. Ja, ich würde halt wie gesagt gern rausreiten und das Ganze da draußen hinbiegen, aber irgendwie weiß ich nicht. Was sind da? Fünf Mann? Fünf Mann, ja. Nehmen wir einfach mal fünf Leute und fahren die jetzt darüber. Dann helfen die mit beim Türme hochziehen. Die ich jetzt auch nochmal verbessere. Teilweise ist ja mittendrin irgendwie gar nichts an Abwehr. Aber zumindest, dass wir das hier versuchen zu halten oder so. Ja, komm, jetzt geh halt den einen Meter, Mann. Es ist echt so schwer. Wir haben Steine ohne Ende. Das heißt, ich kann da jede Menge Kanonenturm. Ich brauche viel Holz und sehr viel von dem anderen Zeug. Versuche ich das mal. Ich möchte das nicht aufgeben. Es macht ja eigentlich auch Laune, aber meine Fresse ist das schwer. Ist das, ist ja unangenehm. Sehr unangenehm, dieser Schwierigkeitsgrad. Jetzt kommen sie bestimmt gleich angedackelt und ich bin wird mit runtergelassenen Hosen erwischt. So, ja, Abwehrgebäude. Können sie natürlich auch da drin bauen, dass sie nicht so anfällig sind. Weil hier werden sie auf jeden Fall. Ah, schon geht's los. Ja, ich hoffe auch, dass das hier reicht. So, was haben wir hier? Kanonenturm oder Hauptturm? Kanonenturm hält noch mehr aus. Machen wir Kanonentürme draus. Und Türme mal reparieren, damit. Ne, die werden gleich erschossen, ne? Sobald jemand hier steht. Ne, N. Nicht Umgebung. So. So, ihm muss es gut gehen. So ein bisschen. Vielleicht nicht so, dass wir blockieren. Jetzt kommt man noch drum rum. Wenn ich da draußen wäre, das wäre auch nicht so schlecht. Das ist so ein Ausfall, um mal zumindest die Bogenschützen abzuschlachten oder so. Das stünde mir gut zu Gesicht. So, wo ist er? Er ist hier. Ja, unten werden sie auch irgendwann anrücken. Aber hier ist alles soweit. Halbwegs okay. Ich würde also gerne rausreiten. Aber jetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen spät, oder? Weiß ich nicht. Da kommen sie auf jeden Fall jetzt rein. So, wir verteidigen. Das Osttor wird ja doppelt und dreifach gehalten. So, alle mal nach unten reiten. Ne, da kommen schon die nächsten. Wie das funktioniert, wenn wir uns hier einfach nur. Ne, das. Da ist zu viel Material.
Ja, genau. Hier die Reiterei, die will auch... Und die haut uns auch aufs Maul. Das funktioniert so nicht. Und die Mauern sind ja eh schon eingerissen. So, Kanonentürme. Als... Komm mal, jetzt pflastern wir einfach alles mit den Gebäuden zu. Den sogenannten Abwehrgebäuden. Hier, der letzte Riegel, da dürfen sie also nicht ran. Oh, was macht der Giro? Wollte es gerade sagen, der kriegt hart aufs Maul. Das ist jetzt gerade schlecht. So, aber jetzt kriegen sie hier zumindest ordentlich auf die Schnute, während er wieder heilt. So, nächstes Gebäude. Auch das kriegen wir hoffentlich gebacken. Ne, kriegen wir nicht. Egal. Obwohl, andererseits... Einfach schön dezentral über die Türme aufbauen. Komme, was wolle. Ach, die ersten sind schon weg. Okay. Haben einiges aufgehalten, aber nicht genügend Türme gebaut. Hm. Die wohl beim endlosen Meer aus Türmen mehr Glück hätten. Man fragte sich. Komm. Und tschüss. Bin wieder weg. Oh Mann. So. Oh, natürlich kann ich es ja nicht bauen, wo der Idiot schon steht. Na gut. So. Schön reparieren. Wer zum Kanonenturm? Oh, den kriegen sie wahrscheinlich nicht mehr fertig. So, von oben kommen sie jetzt auch schon ran. Ach, jetzt. Komm, einmal weg. Weg damit. Und direkt wieder heilen. Nein, nein, nein. Sofort heilen. Sehr gut. Der Dorfvorposten. Okay. Der hält nicht lang. Ja, da ist er weg. Weitere Türmchen vielleicht. Ja, erschossen. Hätten wir vielleicht hinter den Mauern machen sollen. Tja, schade. Er ist zwar noch da, aber auch nicht so richtig. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich war der Plan gar nicht so schlecht, sie erstmal einer Seite zu entledigen oder so und dann von hinten anzugreifen, reinreiten und sie kaputt machen, aber so richtig klappt das ja auch nicht. Tja, ne, ich glaube, das war's. Meine Geduld ist am Ende. Vielleicht das Ganze nochmal auf leicht versuchen oder sowas. Also das hier ist auf normal ein bisschen heftig. Ja, vielleicht wären es wirklich die Türme gewesen. Hätte ich da massiv Türme gebaut am Anfang oder so. Vielleicht hätte es noch keine Probleme gegeben. Nur mich auf Holz und Stein konzentrieren, ja. Weil oben, die müssen halt weg. Ich hätte es danach speichern sollen. Extra, ne, Westings ist weg. Da hätten wir 2 Tage Zeit gehabt oder noch einen guten Tag Zeit gehabt, um uns da rechts irgendwie einzugraben. Ja, mal schauen. Entweder war das die letzte Folge und wir wurden besiegt und das Ganze wird abgebrochen oder... Ja, das geht doch weiter beim nächsten Mal. Man wird sehen. Aber ich habe, wie gesagt, genug. Das hier ist einfach scheiß heftig, was eine riesen Armee da anrückt. Ich hätte viel, viel mehr Abwehr bauen sollen wahrscheinlich, dass ich der auch Herr werde. Hab zwar jede Menge Ritters und so weiter, aber naja, so richtig bringen tut's das hier ehrlich gesagt auch nicht. Ja, vielleicht doch eher in den Westen zurückziehen. Ich werde versuchen, das noch zu knacken, die Mission. Aber das nehmen wir jetzt nicht weiter auf. Das hier... Ich weiß noch nicht, ob ich das hier runterkürze, irgendwie jetzt mal 2,5 Stunden. Vielleicht nicht. Ich habe keine Ahnung. Man wird sehen. Entweder geht's hier weiter oder nicht. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs Interesse und sage bis zum nächsten Mal oder auch nicht. Bis dahin. Ciao, ciao.